Es gibt genau eine Clash Royale-Karte, die in den letzten Monaten so gut wie niemand gespielt hat, die jetzt nach dem neuen Februar-Update aber plötzlich überall ist und dabei ist, eine der einflussreichsten Karten der Meta zu werden. Die Rede ist von keiner geringeren als dem Mönch. Und warum er in genau diesem Brücken-Spam-Deck absolut fantastisch funktioniert und wie du das Deck spielen musst, um maximalen Erfolg zu haben, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt, plus heute Abend im Livestream dabei sein und gerne Core Big Spring gratis, völlig mehr kostenfrei im Shop eintragen. Ich bin super dankbar über jeden einzelnen macht. Kuss und Wegen rein. Gegner Nummer 1 ist der gute Falcon Warrior und dieser Mann wird natürlich jetzt einmal in den Genuss kommen, gegen diesen Mönch komplett zu failen. Ich kann nicht auch sagen, warum der Mönch so stark ist. Die Antwort, die ist tatsächlich super einfach. Der Mönch ist gegen sämtliche Evolutionen, die gerade gespammt werden, komplett broken. Gegen Crackerin komplett broken. Gegen den Evo-Bomber, Giga-Broken des absoluten Grauens, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Gegen die Evo-Bogenschütze natürlich ebenfalls, wer hätte es gedacht, Giga-Broken. Und genau das zeichnet diese Karte aus. Der Gegner versucht natürlich jetzt hier irgendwelche Witze zu machen. Ha und hihi, wie witzig ist er denn? Zack, werfen einfach hier einen Feuerball rein und schon ist der Hunger für diesen Gegner gegessen. Jetzt schreibt er auch gut gespielt und der Kanonier, der ist gleich doppelt beschränkt gegen den Kollegen Mönch, denn der Kanonier macht natürlich A, hat er weniger Leben, klar, ist schon ein Nachteil. Und B, reflektiert er sich selber nochmal richtig viel mehr Schaden in die Fresse, als es zum Beispiel die Prinzessin tun würde. Und dementsprechend ist natürlich hier die Zündung gegen den Kanonier auch besonders effektiv, weil die Karte einfach mal zwei richtig dicke Hits dadurch abbekommt. Und dementsprechend ist der Mönch einfach eine Karte, die von 0 auf jetzt wirklich einfach wieder am Leben ist. Und ich muss sagen, ich feiere das extrem. Spiele natürlich hier einmal unseren ganzen Stuff raus, schön entspannt die Bogis. Wir overcommitten auch gar nicht, ja. Wir lassen da vielleicht sogar einen Sperrkobold mal diesen einen Hit machen. Kann er gerne haben, weil guckt euch diesen rechten Tower an. Da ist beim Gegner gerade gar nichts los. Da ist Sommerschussverkauf, alles muss raus. Der Gegner mit der nächsten Queen, das ist wieder super für uns, by the way. Denn in 3, 2, 1, genau jetzt kommen seine Evolutionsbarbaren. War ja zum Glück nicht offensichtlich, Kapi. Das heißt, wir kriegen jetzt hier eine relativ dumme Zündung raus, weil ich leider gut getimed habe, aber ein bisschen zu gierig war. Nun, das passiert natürlich auch durch Spin. Jetzt gibt es ja einmal das barbarische Barrel rein, zack, damit die Queen natürlich nicht direkt an Turm connectet. Gibt es ja auch nochmal die Skelette und jetzt lassen wir diesen ganzen Lachs einfach connecten. Das ist eine kleine Bestrafung, weil ich leider ein bisschen dumm war, aber gut, man hätte es auch weniger gierig machen können. Ist aber okay, Freunde. Ja, alles gut. Peter Zwinger hat angekommen, hat gesagt, zack, 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 hier. Kurz mal Finanzkrise, investierst nichts mehr rein, gar kein Problem. Inferno Dragon kommt rein und nun hat der Falcon Warrior natürlich viele Möglichkeiten, diese Situation hier zu bereinigen. Und eine davon sind halt leider seine Evo-Bogenschützen, Freunde. Und ihr wisst, was das heißt. Oder vielleicht wisst ihr es auch noch nicht, aber ich weiß, was es heißt. Nämlich, dass diese Karte einfach mal komplett drauf geht. Und der Gegner jetzt versucht, mit den Aeros diese Probleme, die er jetzt hier hat, zu beheben. Das Problem ist natürlich, wenn die Aeros raus sind, dann besteht hier wieder einiges an Schäferungspotenzial. Gerade wenn das halt zunächst mal die Barbaren predicted werden und dadurch einfach das Game jetzt durch ist, weil der Falcon Warrior leider sich an der Stelle einmal geschnitten hat in Bezug auf die Kompetenzen der Spins. Aber ihr habt gesehen, der Gegner spielt die Evo Arches rein und jeder Spieler, das ist ja das Krasse, wird auch entsprechend bald die Evolution haben und wird zum Beispiel die Crackerin hier picken können, zwar nicht die Evo Arches, aber diese Gegner hier oder dieser Gegner insbesondere, der hat so hart gelitten durch diesen Mönch, wir hätten es wahrscheinlich anders nicht so easy gewonnen. Scourge of God, mein Lieber, ich wäre den Schweinereiter mit meinem Fake-Schweinereiter ab. Ja, weil der Fake-Schweinereiter, der Widder, der hält seinen schweinischen Kollegen im Zaum. Und genau so läuft es in der Tierwelt. Dieses Schwein steht unter Nahrungskette gegenüber dem Widder. Und jetzt könnte es bei diesem Gegner etwas krachen, denn wir erkennen bereits, der Gegner spielt hier durchaus einiges erstmal rein, muss aber diese Bogies eigentlich noch loswerden. Und was macht der? Gold richtig. Ersetzt den Bomber. Und liebe Freunde, jetzt gibt Papa Spin euch einen Tipp an die Hand. Ja? Dieser lautet, spielt jetzt nicht den Mönch. Warum? Der Gegner weiß noch nicht, dass wir diese richtig geile Überraschung für ihn vorbereitet haben. Also wird diese Überraschung natürlich umso mehr reinscheppern, wenn sie eben einmal aufs Feld gelangen. Der Gegner wird jetzt King Tower aktivieren. Das kann er sehr, sehr gut und gern natürlich machen. Alles gut. Wir setzen jetzt aber die Bogies rein und sobald jetzt hier irgendwie sein Little Prince oder eben Evo-Bomber kommt, wird es bei diesem Gegner scheppern. Denn jetzt gibt es den Mönch rein und jetzt haben wir gleichzeitig eben eine Sache festzustellen, nämlich die Tatsache, dass wir jetzt einfach hier zünden werden und der Gegner leider mal den italienischen Salat auf dem Feld hat. Gibt hier ein schönes Bubble rein, zack. Man fragt sich beim Gegner auch wieder, wenn wir jetzt hier die Scale Deck sehen, woran es eigentlich gelegen hat, aber ist in Ordnung, das akzeptieren wir einfach. Ein Skelettrache geht vielleicht noch einigermaßen drauf. Jetzt kommt seine Hawkrider rein, ja, sehr interessant. Also der Gegner spielt hier ein Deck der absoluten Vogelwildnis und jetzt hat er den Evolutionsbomber, für den wir natürlich eigentlich unseren Lachs aufheben wollen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Jetzt scheppert es bei uns, aber
Scourge of God hat jetzt vielleicht ein Problem, denn wir haben jetzt die Evolutionsbogenschützin am Start. Und wir haben bisher noch keine Truppe gesehen, wie er diese Karte kontern will. Dementsprechend gibt es jetzt einfach mal den Inferno-Ring hinten, um ganz entspannt zu warten auf eine Möglichkeit, bei der der Gegner uns dumme Value gibt. Dann setzen wir den Mönch da rein, weil er wird gleich einen Little Prince da reinspielen. Und dann werden wir natürlich naturgemäß die Bogenschützen so reinspielen, dass der Gegner eben dagegen natürlich nichts machen kann. Bedeutet, wir machen das Ganze jetzt so, zack, und zünden das Ganze einmal. Der Gegner kann in der Zeit eben keinen Spell draufhauen, was sehr, sehr lecker ist. Alles von ihm geht drauf. Wir kriegen unfassbare Value aus diesen Bogenschützen. Und der Gegner muss jetzt hier mit einem Bombtower her. Das bedeutet natürlich für uns, wenn der Gegner so einen dämlichen Bombtower spielt, dass er möglicherweise jetzt keine Antwort mehr auf diese Bogenschützen hat. Und wir natürlich einmal den Holzfäller dahinter legen, um den Druck zu Öl. Fairerweise, muss man sagen, hat der Gegner das Ganze gut verteidigt bekommen. Wir werden jetzt hier gleich einmal die Skelette reinspielen, sollte der Gegner pushen, was er jetzt hier augenscheinlich nicht tun wird. Der Gegner pusht doch, da gibt es natürlich das Ganze einmal so. Wir haben da noch keine Antwort vom Gegner dagegen gesehen, also gibt es das Ganze einmal so, genau. Jetzt wird der Gegner hier natürlich gleich seine Zündung raushauen. Die Frage ist natürlich, ist das so schlau gewesen, wenn wir jetzt hier einfach wieder die Widerreiterin reinspielen und sich wieder alles vom Gegner im Prinzip einfach nur selbst zerstört. Wir müssen gleich auch eigentlich irgendwo Dragons kommen. Nee, komm nicht ran, okay. Und der Gegner, muss ich echt sagen, kriegt es mit seinem Random Deck erstaunlich gut verteidigt und es ist erstaunlich nervig tatsächlich für uns. Aber alles Gucci, Freunde. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Game, was ist das jetzt hier? Die Prinzbrücke einfach. Also daran siehst du halt, dass dieser Gegner durchaus, ich sag mal wirklich hier noch komplett, also der hat eine ganz andere Vorstellung von diesem Game als scheinbar ich und du oder ich und ihr, weil das, was er gerade gemacht hat, das könnte dafür sorgen, dass es jetzt richtig, richtig Stress gibt. Weil wir jetzt hier natürlich einfach die Widerreiterin reinspielen werden, den Holzfäller und dann gleich die Evolutionsbogenschützin und im nächsten Zug die Evo-Skelette haben. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich befürchte mal, dass gerade ohne Zauber, jetzt spielt er irgendwie eine Bomber-Random-Brücke, das jetzt hier für diesen Gegner eine ungemütliche Angelegenheit werden könnte. Aber natürlich nur werden könnte. Jetzt gibt es hier den Mönch und natürlich auch direkt die Bogis. Und genau in diesem Punkt ist jetzt sogenanntes Schepperungspotenzial angesagt, denn das ist jetzt genau kein Hit. Und jetzt wird der Mönch hier auch tatsächlich die Brücke überqueren. Der Gegner spielt den Ritter rein. Der Gegner muss jetzt aber gegen diese Widerreiterin entsprechend irgendwas machen. Und genau an diesem Punkt ist Papa's Spin da. Jetzt kommt ein Barbarrel-Predict auf die Kobolde. Die Kobolde kommen auch rein, allerdings zu spät, ist aber völlig Latte. Ihr seht, der Gegner hat keine Nano mehr. Also, machen wir natürlich weiter, Freunde. Evo-Skelette wie ein Voll-Nulli-Bridge, aber der Holzfäller ist dran. Und ich habe es euch gesagt. Früher oder später scheppert der Mönch auch diesen Gegner weg. Der Titaner aus Titan Warfare. Und hier gibt es direkt einmal die Bogenschützin rein. Als kleines Begrüßungsgeschenk. Guck mal hier. Der Titaner, du bist hier, ich bin hier. Deswegen alleine kriegst du ja ein kleines Geschenk von mir. Skelette kommen auch rein. Und natürlich jetzt hier, oh, guck mal einer an, die Elixierpumpe, da freut sich der Spin doch, es gibt direkt den Feuerball. Lieber Tanner, wir müssen jetzt einmal erfahren von dir, was ist deine Win Condition? Das müssen wir unbedingt wissen. Wir müssen es jetzt rausbekommen. Wie willst du das Game gewinnen? Das muss ich wissen. Nein, Tanner, einmal jetzt auch fokussieren. Die Pfeile auch noch, Tanner, Mann, jetzt gib dich doch einfach mal. Gib dir doch einfach mal etwas Mühe bei den Spielzügen. Nur so einen Mühe. Einen Mühe würde mir schon reichen. Vollkommen. Du musst gar nicht, nein. Nein, du kannst nicht einen Sparky in den Mönch spielen. Tanner, so funktioniert das Game nicht. So hat es nicht funktioniert. Und nein, auch das wird nicht funktionieren. Tanner, einmal bitte den... Nun, dann funktioniert es scheinbar doch. Dann akzeptieren wir das. Nee, alles gut. Akzeptieren wir Tanner mit den Barts. Tanner hat Arena 1 komplett leer geräumt. Der ist da eingebrochen, hat den Restmüll mitgenommen. Ist das toll. Jetzt hat er natürlich die Elixierpumpe, welche wir zunächst einmal jetzt erstmal nicht loswerden können. Aber... ich bin guter Dinge, weil wenn ich gegen Tanner verliere, das muss ich ehrlich sagen, das ist hier ein geistiger Totalschaden, was der Kollege gerade in die Arena bringt. Das wäre schon echt bitter. Jetzt setzen wir das Ganze so ein, er hat ja keine Barbs mehr. Also gibt es Volldampf voraus an der Brücke, meine Freunde. Holzfäller plus die Widerreiterin sollten eigentlich unsere Probleme lösen. Zumindest sehe ich das so. Und Tanner trifft in diesem Gang. Er hat noch keinen einzigen Zauber getroffen, Junge. Mit deiner Harry Potter-Karriere, die kannst du an Nagel hängen. Maximal an Halloween kannst du da gehen, weil sich hier von deinen Zauberkunst erschreckt, Junge. Daddy Tanner ist aber natürlich immer noch nicht geschlagen, ne? Ganz klar. Er ist noch nicht besiegt. Er macht noch irgendwas. Also er zappelt noch so ein bisschen. Er zappelt noch so ein bisschen rum in seiner Knochengrube da. Ist auch völlig okay. Wir bringen einmal den Kollegen rein und jetzt hisst er auch die weiße Fahne. Langsam scheint auch diesem, ich sage mal, geistigen Vernebelungsspieler klar zu sein, dass das Ganze, was er hier macht, jetzt nicht unbedingt so giga-clean ist, ne? Die Pfeile kommen auch rein, alles Gucci, kann er sehr, sehr gerne machen. Mein Mönch geht natürlich drauf, ist aber völlig okay, weil entsprechend sein Sparky natürlich auch hops gehen wird. Jetzt gibt er uns hier nochmal einen leckeren Feuerball, den wir mitnehmen. Das ist auch super und man fragt sich natürlich immer, woran es hier liegen hat. Und jetzt kommen hier die Evolutionsbarbaren rein. Und ich weiß nicht, ob er es weiß, aber
was ist das jetzt? Also ich weiß nicht, was das jetzt hier soll, ne? Also was macht er da? Was machst du, Tanner? Ist das hier Black Magic in irgendeiner Form, was hier gespielt wird? Ich weiß nicht, was deine Mission ist, Junge. Das ist hier kein Lirum Larum Löffelstiel. Ich weiß nicht, du musst jetzt mal langsam Fakten liefern, anstatt irgendwelche Karten an der Brücke spammen ohne Sinn. Wann ist es Zeit? Wann bist du soweit, Tanner? Wann verstehst du, dass das... Nein, du kannst nicht... So funktioniert dieses Game nicht. Nein, du kannst es nicht so machen. Vergiss es bitte. Hör bitte, bitte, bitte einfach auf, die ganze Zeit deinen Goblin Giant ohne Sinn an die Brücke zu spammen und dann auf der rechten Seite gegen den Inferno Dragon einen Insolvenzantrag zu stellen, Mann. Das geht nicht. Wir können jetzt einen Mönch hier spielen. Ja, der Gegner gibt aber auf. Das macht er auch gut, weil das ist der beste Spielzug, den er in diesem ganzen Game gemacht hat. Und ihr merkt, bei solchen Leuten werde ich auch aktiv sauer. Da schaltet sich mein Sauerkeitsassistent ein und lenkt hier mein Gemüt wieder in die richtige Spur. Kefpi mit einem, ja, ich sage mal, Holzdingen da. Wie heißt das Ding? Mortar. Und ich verhindere natürlich direkt meinen Holzfäller. Ja, da haben wir Spaß. Der Gegner mit einem Riesenskelett und Mortar. Wir lassen das mal so stehen. Wir haben den Gegner praktisch jetzt erstmal was geschenkt. Wir haben ein Geschenk gemacht, das ist auch immer gut. Manchmal muss man eben Geschenke machen. Es ist immer wichtig, auch mal sozusagen was zu schenken. Ne? Vielleicht auch mal ein bisschen Damage hier und da zu spenden gegenüber diesem Gegner. Und jetzt bringen wir einfach mal den Mönch rein und schauen mal, ob wir vielleicht jetzt in irgendeiner Form gleich positives Karma bekommen werden. Je nachdem, was der Gegner jetzt eben wieder spielt. Er spielt einen interessanten Bomber, ja. Wenn gleich ich den jetzt... Challenge! Das ist alles in der Bombe gewesen. Ja! Ich weiß nicht, was Kev P. spielt, aber es scheppert. Es ist jetzt schon gigantisch am Scheppern beim Spin. Ich befürchte, dass sich das auch nicht besser wird, dieses Schepperungsereignis. Ich glaube irgendwie sogar, es wird nur noch schlimmer, wenn ich jetzt sehe, dass er Zappies, Giant Skelly, Bomber und die anderes Ding da spielt, den Mortar. Ich habe das Gefühl, der Kollege zockt Graveyard. Und meine lieben Freunde, wenn es jetzt hier Graveyard ist, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber dann haben wir durchaus das eine oder andere, sagen wir mal, Problemchen. Das Giant Skelly darf nicht in den Turm geraten, das ist soweit okay. Und wir kassieren wieder mal ein bisschen Damage vom Mortar, hält sich aber zum Glück noch im Grenzen. Wir sind noch da. Wir sind noch online und wir sind noch hier und jetzt anwesend. Das Problem ist, ich weiß nicht, was sich jetzt hinter dieser Fassade noch so an Kokolores von Kollege Kev P. verbirgt. Es kann alles sein. Es kann... Oh. Hallo? 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 Wer bist du? Kev P. Ich spiele Clash Royale. Was spielst du so hauptberuflich? Du spielst, glaube ich, gerade an deinem besten Stück rum. Das wäre auf jeden Fall eine bessere Idee, als diesen Bomber gespielt zu haben. Was ist denn das? Wir kommen gut durch und jetzt hat der Kollege tatsächlich hier ein... Ich sag mal, leichtes, wie nennt sich das, Tierproblem. Denn die Widerreiterin hat sich gerade durch den Stau gebahnt und dadurch einfach mal komplett Rino den Turm gehittet. Jetzt gibt es hier einen schönen Feuerball, der natürlich auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr schön ist. Auf den zweiten Blick bin ich mir jedoch dessen noch nicht so sicher. Jetzt gibt es natürlich... Ah, schnell! Oh nein, du Idiot, ey, was machst du denn? Ja, alles gut, schön. Wir gehen hier rein, zack, ganz entspannt. Alles gut, Freunde, der Kobold macht das schon, ja. Das ist alles gut. Alles ist doch bestimmt hier gut, right? Wir machen nochmal die Widerreiterin hier rein. Zack, damit der Kollege vielleicht noch tankt. Oder wahrscheinlich eh nicht machen. Ja, er tankt sowieso nicht. Ist das geil. Wir lieben das. Jetzt macht der Mortar sogar noch einen weiteren Ehrenhit, welchen ich auf jeden Fall sehr zu schätzen weiß. Jetzt muss ich natürlich den Feuerball geben. Ansonsten One-Shot der Bomber. Ja, es ist ja richtig geil. Wir sind ja gerade richtig gut dabei. Ja, wir zünden das Ganze einmal. Ich habe nämlich gar keinen Bock auf diesen ganzen Lachs. Hallo, zünd doch, du Sau. Hallo, zünd. Alter. Das war mir gerade zu knapp. Es war mir gerade viel zu knapp, weil ich diese Zündung aggressiverweise bereits way zuvor gespielt habe. Und ich möchte jetzt, dass Kollege Kev P. einmal schriftlich Rechenschaft über seine weiteren Spielzüge und über das, dass die Tatsache, dass ich jetzt einfach gnadenlos die Zappies hier predikte, ablegt. Spoiler, Zappi-Predikt hat da mal auch nicht stattgefunden. Und jetzt guckt ihn euch an und da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Kev P. setzt sich jetzt auf seine vier Buchstaben und spielt einen Mortar hinten. Der spielt einen Mortar hinten. Was soll ich dazu noch sagen? Was soll ich dazu sagen, Kevpi? Von Anfang an überwog gegenüber dir die Skepsis. Und wenn das dein Spielzug ist, mit dem du mir das Gegenteil beweisen möchtest, mit dem du sagen möchtest, nö, sei mal nicht skeptisch, Papa, ich bin so ein guter Spieler, dann lass es bleiben. Lass es einfach bleiben. Ich gebe dir wirklich den Rat. Lass es bleiben, guter Rat ist teuer.
Aber den gebe ich dir wirklich. Der Feuerwehr kommt rein, ohne Sinn. Man fragt auch hier wieder, woran es natürlich gelegen hat. Jetzt gibt es einmal auf der, jetzt kommt der Gitter hier mit sowas an. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Wieder einmal. Also wieder einmal ist der Gitter leider maßlos in der sogenannten Übertreibung gefangen. Wo man sich natürlich auch wieder denkt, was ist jetzt eigentlich sein Gameplan? Und wir werden das Ganze selbstverständlich einmal so machen. Jetzt kann der Gegner hier keinen Spell raufhauen. Der Mortar wird reflektiert. Die Pfeile kommen rein, aber ich habe Evo-Skelette und die sind zum Glück balanced. Die sind balanced. Kefi, akzeptiere, dass die Evo-Skelette immer noch balanced sind. Die sind immer noch balanced, die sind immer noch balanced, immer noch balanced, immer noch balanced. Kefi, verzeih mir die Ausraster. Aber ich muss dir leider sagen, du bist der Brokenheit der evolutionierten Piss-Skelette gnadenlos zum Opfer gefallen. Und ob die Zündung gut war oder nicht, das entscheidet bekanntermaßen das Licht. Ich kann euch sagen, das Licht hat gerade entschieden, da ist nur Schatten, das war gar keine gute Zündung, ist aber völlig egal, denn wir haben die Lage immer noch unter Kontrolle. Er denkt jetzt noch, er gewinnt das Game, ja, er ist sozusagen, er ist in der Illusion gefangen, dass er noch irgendwie eine Chance hier hat durch den einen oder anderen Spielzug. Das Problem ist nur, dass meine Evolutionsskelette dafür gesorgt haben, dass bei diesem Gegner so hart der Laden dicht gemacht wird. Das ist Wahnsinn, Digga, da ziehen gleich Leute ein, die sonst Mülltonnen anzünden. Kollege Nikestyle, und Nikestyle hat jetzt die Chance. Er hat die Chance, mir zu beweisen, dass wenn du auf 1600 Trophäen am ersten Tag der Season bist, Hopfen und Malz noch nicht bei jedem Spieler verloren sind. Deswegen hoffe ich, Nikestyle, dass du mir ein richtig geiles Spiel auf ebenbürtiger Ebene bietest und meine Evo-Skelette oder auch meine Evo-Arches einfach mal nicht einschulen. Aber wenn ich schon die Rekruten als First bei hinten sehe, dann schwant mir an dieser Stelle leider Gottes Böses, denn, oh, ein Bowler, Evo-Rekruten, hast du vielleicht noch irgendwie einen Giant Scale oder so, wir müssen das Deck noch ein bisschen teurer machen, hast du vielleicht noch die eine oder andere teure Karte im Deck jetzt, oh nein, nein, Nikestyle, Nikestyle, auch mal vielleicht bei Adidas vorbeigucken, was ist denn da los? Wir haben direkt einmal, wie ihr sehen könnt, massiven Damage und bei Nikestyle, da ist die Stimmung noch frostiger, als seine Schneeflocke im Namen tatsächlich vermuten lässt. Feuerwehr kommt rein, so natürlich auch die Skelette. Und Nikestyle sucht bisher vergebens nach dem Codewort dafür, dass er Schaden am Turm macht. Ja, da gibt es ein verschiedenes Codewort, genauso wie bei Alibaba und die 50 Räuber. Da muss ja, glaube ich, auch irgendwie gesagt werden, Sesam, öffne dich. Der Gegner findet dieses Wort dafür, dass mein Turm irgendwie Schaden zulässt, leider bisher noch nicht. Ich wünsche ihm sehr viel Glück dabei, dass er da vielleicht ein bisschen mehr Erfolg in Zukunft hat. Und nun gibt es einmal den Inferno-Decken von unserer Seite und wir wissen natürlich bereits bei Goblin Giant, ja, da ist es leider mit der, mit dem Pech beim Denken nicht allzu weit entfernt. Das muss man ganz klar so sagen. Jetzt kommt der Holzfäller rein und jetzt hat der Gegner hier einen Wutzauber. Das ist natürlich super, denn ich finde generell einfach wirklich extrem sympathisch und auch wirklich auch auf so einer gewissen Ebene, ja, einfach schön, wenn unser Gegner eben so einen High-Skill-Spielzug macht und einfach eine 6-Elixier-Karte setzt, dann eine 7-Elixier-Karte, die man übrigens auch überhaupt nicht anders setzen kann, und dann einfach einen Wutzauber draufklatscht. Das ist wirklich schön. Ich finde, das hat eine gewisse Romantik beinahe, ja, das ist einfach, das erzeugt ein schönes Flair. Ich würde hier mir noch eine Duftkerze anzünden und dann ganz entspannt dazu einschlafen. Es ist einfach toll. Setzen einmal hier die Bogenschützen ein und nun hat der Gegner Nikestyle natürlich jetzt hier einen Bowler. Bowler, der Inbegriff seiner interessanten Spielweise, einfach mal hinten, obwohl der Spin die Widerreiterin hat. Nee, ist okay. Wird auch einfach akzeptiert. Da sagen wir dann gar nichts mehr zu, ne? Das akzeptieren wir einfach, das nehmen wir hin und lassen es unkommentiert. Kollege Nikestyle wird jetzt hier die Minions setzen. Das ist auch ein relativ klarer Prozess eigentlich. Minions kommen rein. Da gibt es natürlich ein Feuerwehr gegen, naturgemäßerweise. Und nun, ja, erkennt man natürlich relativ leicht, dass es bei ihm, wie soll ich das sagen, jetzt Probleme gibt. Er muss nämlich jetzt da den Wutzauber draufhauen. Der Wutzauber kommt auch rein. Jetzt kommen aber die Pfeile und es gibt dabei ein Problem. Denn der Gegner muss auf beiden Lanes steffen und das kann er nicht. Nikestyle? Nikestyle! Nikestyle! Ich bitte dich! Fokus an! Scheuklappen an! Tunnelblick an! Und vielleicht auch einfach mal nicht den Rage raushauen, wenn Papa Spin die Evo-Skelette hat. Dann hast du vielleicht sogar eine Chance. So muss ich dir leider sagen, Turm 1 ist down, Turm 2 wäre auch fast down. Da hast du vielleicht sogar noch ein bisschen Glück und Unglück gehabt. Aber an dieser Stelle sind wir auch mit diesem Video dann. Und ich hoffe, euch hat der ganze Lachs gefallen. Daumen nach oben da lassen, wenn dem so war. Das Abo natürlich nicht vergessen. Gerne auch Core Big Spin gerade zum Schauen beitragen. Und dann sehen wir uns morgen im nächsten Video oder im Stream heute Abend. Haut rein. Schön mit Ö. Kuss.